Hallo zusammen, wir haben vorhin folgende Polynomdivision gelöst, also genauer gesagt Binom geteilt durch Binom und wir haben ein Trinom erhalten. Nun wollen wir uns die Probe genauer anschauen. Wie berechnet man die Probe von einer Division? Mit der Gegenoperation. Aus der Division wird die Multiplikation, indem wir unser Ergebnis hernehmen, mit dem Divisor multiplizieren und der Dividend müsste herauskommen. Noch einmal, Dividend geteilt durch Divisor ist gleich Quotient. Quotient mal Divisor ist gleich Dividend. Okay? Also einfach in die andere Richtung gerechnet. Aus der Division machen wir eine Multiplikation und schauen nach, ob unser Zähler von dem Bruch, es ist ja nicht Zähler geteilt durch Nenner, wieder herauskommt. Okay, los geht's. Ich schreibe den Quotienten das Ergebnis noch einmal an. 9l² plus 3l plus 1, ich schreibe es in Klammer, multipliziert mit dem Nenner mit 3l minus 1. Okay? Strich drunter wie bei einer ganz normalen Multiplikation. Und du multiplizierst zuerst mit der 3, also mit 3l, alle drei Positionen und dann mit minus 1 im zweiten Schritt. Okay? Wir multiplizieren mit 3l. 3l mal 9l². 3 mal 9 ergibt 27. Und l² mal l ergibt l hoch 3. Wir multiplizieren 3l mit 3l. 3 mal 3 ergibt 9. Plus plus bleibt plus. L mal l ergibt l Quadrat. Und 3l mal 1 ergibt 3l auch wieder mit plus. Okay? Erste Runde erledigt. Wir haben mit 3l multipliziert. Nun multiplizieren wir, aufpassen, alles mit minus 1 und schreiben es uns passend drunter auf. Ich zeige es vor. Minus 1 mal 9l Quadrat ergibt minus 9l Quadrat. Wo haben wir l Quadrat? Hier. Minus 9l Quadrat gehört hier drunter geschrieben. Minus 1 mal 3l ergibt minus 3l. 3l steht hier. Minus 3l gehört hier drunter geschrieben. Okay? Und nun noch minus 1 mal plus 1, minus mal plus ergibt minus, minus 1 hinten drauf. Wieder Strich drunter. Und wie bei einer ganz normalen Multiplikation werden die Positionen zusammengerechnet. 27l hoch 3 steht alleine, bleibt also stehen. Plus 9l Quadrat minus 9l Quadrat, das fällt weg. Okay? Plus 3l minus 3l, das fällt auch weg. Und hinten bleibt nur mehr minus 1 stehen. Somit erhalten wir als Ergebnis 27l hoch 3
minus 1. 27 L hoch 3 minus 1. Was erkennen wir? Wir erhalten den Dividenden von unserer Division oder anders gesagt den Zähler. Und somit wissen wir, unser Ergebnis ist richtig. Wir haben zuerst dividiert und dann multipliziert und wir erhalten wieder unseren Zähler, unseren Dividenden bei der Multiplikation. Somit wissen wir, die Polynomdivision war richtig gerechnet, die Probe hat es uns gezeigt. Alles klar?